Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect, kommentiert von eurem Count Muku hier auf Pharos. Und wir sind dabei, dem Torianer ordentlich den Arsch aufzureißen. Ob es klappt, ist eine andere Frage. Und auf die Entfernung machen wir gar keinen Schaden. Nicht mal mit dem Scharfschützengewehr. Schade. Aber gut, dann gehen wir halt näher ran. Geht das? Nö. Okay, dann müssen wir wirklich im Nahkampf an die Viecher ran. Und da ist ein Asari-Klon, ihr seht's. Der wird mal ordentlich den Arsch aufreißen werden. Hoffentlich. Ich werde dafür sorgen, dass das nie wieder passiert. Warp. Overkill. Okay. Heldenhaft zwischen Rex und dem Typen hier geschmissen. Einfach weil es kann. Bam. Tschübidö. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich schätze, ich sollte Ihnen danken, dass Sie mich befreit haben. Dann leg los. Das scheint wohl die Vorlage für den Asari-Klon zu sein. Ist alles in Ordnung? Sind Sie verletzt? Es geht mir gut. Jedenfalls wird es das bald wieder. Ich heiße Shiala. Ich diente Matriarchin Venesia. Als sie sich mit Saren verbündete, tat ich es ihr gleich. Venesia hatte die Macht vorhergesehen, die Saren haben würde. Deshalb verbündete sie sich mit ihm, um ihn auf einen sanfteren Weg zu führen. Aber Saren ist überzeugend, so kam Venesia vom Weg ab. Na, ganz schön. So, aber du könntest uns jetzt Informationen geben. Wollen Sie damit sagen, dass Saren den Verstand anderer kontrollieren kann? Venesia unterschätzte Saren, so wie ich. Schließlich glaubten wir an seine Sache und seine Ziele. Die Macht seines Einflusses ist beunruhigend. Sie wollte Saren manipulieren, aber letztendlich ging ihr Plan nach hinten los. Asari-Matriarchinnen gehören zu den intelligentesten und mächtigsten Wesen der Galaxis. Wie konnte so jemand unter Sarens Kontrolle geraten? Saren hat ein Schiff, ein so riesiges Kriegsschiff, wie sie es noch nie gesehen haben. Ennet is sovereign. Es kann den Verstand seiner Anhänger dominieren. Sie werden mit Sarens Willen geimpft. Der Prozess ist subtil, kann Tage oder auch Wochen dauern, aber am Ende ist er unumstößlich. Ich war eine willige Sklavin, als Saren mich in diese Welt brachte. Er brauchte meine Biotik, um mit dem Torianer zu kommunizieren, um seine Geheimnisse zu erfahren. Deshalb opferte Saren mich, um ein Bündnis zwischen ihm und dem Torianer zu stärken. Saren überlegt nicht lange, wenn es darum geht, seine Leute zu verraten. Er hat auch recht schnell den Torianer verraten. Als er hatte, was er wollte, befahl er seinen Geht, alle Beweise seiner Existenz zu vernichten. Saren weiß, dass sie die Röhre suchen. Er weiß, dass sie seinen Schritten folgen. Er griff den Torianer an, damit sie den Dechiffrierer nicht bekommen. Was ist der Dechiffrierer? Und warum brauchte Saren ihn? Der Sender auf Eden Prime hat bei ihnen Visionen hervorgerufen, aber sie waren undeutlich, verwirrend. Sie waren für einen proteanischen Verstand bestimmt. Um sie vollständig zu begreifen, müssen sie denken wie ein Proteaner. Sie müssen ihre Kultur verstehen, ihre Geschichte, ihre Existenz. Der Torianer war hier lange bevor die Proteaner diese Stadt bauten. Er hat sie beobachtet, sie studiert,
Als sie starben, verzehrte er sie. Sie wurden zu einem Teil von ihm. Wir haben ja gesehen, die Vision war extrem undeutlich und etwas Klarheit könnte uns sicher nicht schaden. Nun, der Dechiffrierer ist scheinbar da, um dieses Wissen der Proteaner zu koppeln mit unserem, damit wir die Vision verstehen. Soweit, so gut. Dann hat der Turianer Saren gelehrt, wie ein Proteaner zu denken. Und wie? Der Dechiffrierer ist die Essenz dessen, was es bedeutet, ein Proteaner zu sein. Er kann nicht beschrieben oder erklärt werden. Das wäre so, als würde man einem Wesen ohne Augen Farben beschreiben wollen. Um ihn zu verstehen, benötigen sie Zugang zu den Erinnerungen der hiesigen Vorfahren. Eine Zeitspanne, die tausende Generationen von Proteanern umfasst. Ich spürte diese Erinnerungen der Vorfahren, den Dechiffrierer, als ich mit dem Bewusstsein des Turianers verschmolz. Unsere Identitäten verschmolzen, unsere Geister verwoben sich. Ein solches Wissen kann nicht gelehrt werden, es existiert einfach. Okay, ganz schön, aber wir brauchen diese Informationen. Ich brauche den Dechiffrierer. Es gibt einen Weg. Ich kann das Wissen meines Verstandes in den Ihren übertragen, wie ich es schon bei Saren tat. Versuchen Sie sich zu entspannen, Commander. Atmen Sie langsam und gleichmäßig. Lassen Sie Ihre physische Hülle gehen. Greifen Sie nach den Fäden, die uns miteinander verbinden. Jede Aktion schickt kleine Wellen durch die Galaxis. Jede Idee muss einen anderen Verstand berühren, um zu leben. Jedes Gefühl muss einen anderen Geist berühren. Wir sind alle miteinander verbunden. Alle lebendigen Wesen sind in einer einzigen, herrlichen Existenz vereint. Öffnen Sie sich dem Universum, Commander. Umarmen Sie die Ewigkeit. Ich habe ihnen den Dechiffrierer gegeben, so wie er Saren gegeben wurde. Die Erinnerungen der proteanischen Vorfahren sind jetzt ein Teil von ihnen. Alles in Ordnung? Was ist da gerade passiert? Ein bisschen rote Wälder, ein wenig Action und Horror und Stuff und so. Also eigentlich so wie es aussieht, wenn man mich in den Ferien vor 10 Uhr weckt. Okay, also weiter. Ich habe etwas gesehen. Es ergab immer noch keinen Sinn. Ihnen wurde ein großes Geschenk gewährt. Die Erfahrung eines gesamten Volkes. Ihr Verstand wird etwas Zeit brauchen, um diese Informationen zu verarbeiten. Wir sollten zum Schiff zurückkehren, Commander. Die Krankenstation sollte davon erfahren. Es tut mir leid, wenn Sie Schmerzen hatten, aber es gab keinen anderen Weg. Sie brauchten den Dechiffrierer. Bald wird er Ihnen helfen, die Vision von dem Sender zu verstehen. Okay, also wir haben den Dechiffrierer und wir haben die Vision etwas deutlicher, aber verstehen tun wir sie trotzdem noch nicht wirklich. Hier gibt's noch eine Menge zu fragen. Ja, wir haben jetzt inzwischen ja erfahren, dass das Schiff von Saren die Sovereign ist und dass diese eine gewisse Rolle spielt bei der Gedankenmanipulation von Saren. Erzählen Sie mir mehr über Sarens Schiff. Die Sovereign ist fremdartig. Ich weiß nicht, wie sie erbaut wurde oder woher sie kam. Ihre Bauweise ähnelt keiner, die von anderen Spezies bekannt ist. Sie stellt jedes andere Schiff in der Zitadelle oder der Allianzflotte in den Schatten. Ihre Waffen sind vernichtend und ihre Abwehrvorrichtungen buchstäblich undurchdringlich. Dank ihr hält Saren sich für unaufhaltsam. Hier haben wir es ja. Sie sagten, Saren verwende sie, um seine Anhänger zu manipulieren. Die Indoktrination. Die Sovereign ist von einer Art Energie umgeben, zu der man sich hingezogen fühlt. Durch sie werden Sarens Argumente umso überzeugender, verlockender. Wer zu viel Zeit in der Gegenwart der Sovereign verbringt, wird sich selbst aufgeben. Ich kann es nicht anders erklären.
Also ein Ort, an dem wir schon mal nicht hingehen werden. Ich möchte mehr über Benesia wissen. Benesia wurde von unserem Volk größter Respekt entgegengebracht. Selbst für eine Asari war sie immens biotisch. Man kannte sie vielerorten als Philosophie- und Religionslehrerin. Stets folgte sie den Pfaden des Friedens und der Harmonie. Sie ließ sich auf Saren ein, weil sie hoffte, ihn von seinem Pfad der Zerstörung abzubringen. Hierbei muss man natürlich erwähnen, dass die Asari die Besten sind auf dem Gebiet der Biotik. Was das angeht, was auf ihre Heimatwelt unter anderem zurückzuführen ist. Aber das können wir ja später mal anschauen. Das ist irgendwo auch in einem Codex-Eintrag besser erwähnt. Stattdessen endete sie als seine mächtigste Verbündete. Wie ich schon erwähnte, hatte die Matriarchin Benesia Saren unterschätzt. Passen Sie auf, dass Sie nicht den gleichen Fehler machen. Natürlich nicht. Was können Sie mir sonst noch über Saren sagen? Es gibt nur wenig, das ich Ihnen sagen könnte und das Sie nicht schon wüssten. Er ist mächtig, er ist charismatisch und er ist gefährlich. Als ich ihm folgte, war ich blind gegenüber seiner wahren Natur. Aber jetzt sehe ich, dass er die Galaxie in ein Zeitalter der Dunkelheit und Leiden führt. Oh, sind ja gute Aussichten. Können Sie mir sonst noch was über den Torianer sagen? Als die Kreatur mich umschloss, wurde ich ein Teil von ihr. Aber ich verstehe es immer noch nicht ganz. So fremd, so uralt. Es ist unmöglich, sein genaues Alter zu bestimmen. Für ihn hat Zeit eine andere Bedeutung. 10.000 Jahre Winterschlaf wurden unterbrochen von ein paar Jahrhunderten hektischer Aktivität. Sein Verstand war überwältigend, fantastisch. Er übertraf alle Beschreibungen. Und nun ist er weg. Sagen Sie mir nicht, dass Ihnen das Ding leid tut. Der Torianer war eine einzigartige Lebensform. Ein fühlendes Wesen, das 50.000 Jahre oder älter war. In der uns bekannten Galaxis gibt es nichts, was ihm auch nur annähernd gleichkommt. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie mich vor einem Leben in Knechtschaft und Sklaverei bewahrt haben. Und doch empfinde ich eine gewisse Trauer, dass eine solch einzigartige und bemerkenswerte Kreatur verloren ist. Muss man das verstehen? Ich denke nicht. Nun gut. Da Sie jetzt von dem Torianer befreit sind, was planen Sie da als nächstes? Wenn Sie erlauben, werde ich hier bei den Kolonisten bleiben. Sie haben fürchterlich gelitten und ich war an ihrem Leiden beteiligt. Ich würde gern Wiedergutmachung leisten. Klingt gut. Meine, die hier umzubringen, wäre jetzt einfach nur eine absolut dämliche Entscheidung. Zumindest meiner Meinung nach. Die Kolonisten werden alle Hilfe brauchen, die sie bekommen können. Sie werden froh sein, sie an ihrer Seite zu haben. Danke, Commander. Möge das Schicksal Ihnen immer gewogen sein. Möge die Macht auch mit dir sein. Es passt dir einfach so gut. Sie haben es geschafft. Da der Torianer weg ist, können wir alles wieder aufbauen. Und wir sind Exogeni los. Wir sind wieder nur eine kleine, abgelegene Kolonie. Danke, Commander. Yay, Stufenaufstieg, yay. Okay, lassen wir's. Hier hätten wir übrigens nochmal Gavin Hostel, falls wir es verschlafen hätten, an der Kolonie ihm die OSD zu geben. Und wir können gleich mal ein Level Up machen und bei Ledra vorbeischauen, weil der ja, wie heißt's? Ja, yeah, Hänger. Der ist ein Händler und Stuff, ihr wisst, und warum können wir mit dem noch reden? Ah, danke nochmals. Die Daten werden sehr wertvoll sein, wenn ich hier wegkomme. Ah, null Problemo. Wahrscheinlich ist er standardmäßig gekennzeichnet, egal ob man ihm das Zeug schon vorhin gibt oder nicht. Wir haben gleich zwei Level-Ups und wir sind inzwischen deutlich mehr auf vorbildlich als auf abtrünnig, wie ihr seht. Aber es ist auch so, wie ich meinen Weg plane, also von dem her so schlecht kann es nicht sein. Wir können die Panzerung auf voll machen. Das ist schon fast ein wenig reizvoll. Die Fitness natürlich auch. Verdammt! Okay, nein, zuerst mal den Ladendiscount. Dann zwei auf Kampfpanzerung. Und ein auf Spectre Training. Ich glaube, das ist gar keine schlechte Entscheidung soweit.
Rex. Kriegt das erweiterte Blutbad, weil das Blutbad haut einfach fett rein. Kann man sagen, was man will. Garrus. Hier die erweiterte Überlastung, kann dem sicher nicht schaden. Und einen erweiterten Overkill. So. Und wie ihr gesehen habt, bleibt er auch nach der Mission hier verletzt. Aber wenn wir an Bord der Normandy gehen, sollte er eigentlich geheilt werden. Zumindest nach der nächsten Squad-Auswahl. Wir könnten hier jetzt mit denen noch reden, aber da gibt es nicht viel zu besprechen. Von dem her ist eigentlich Ledra wichtiger. Jetzt ist die Frage, ist er noch am alten Stützpunkt? Ist er überhaupt noch hier? Tatsache. Weil wir haben ihn ja extra gerettet. Dass ich jemals so froh sein würde, jemanden vom Militär zu sehen. Bitte verzeihen Sie mein Verhalten. Aber unter dem Einfluss des Turianers hatte ich keine Macht über meine Gedanken. Kein Ding. Angebot. Lassen Sie mich bitte Ihr Angebot sehen. Natürlich. Kehren Sie gerne zurück. Vielleicht kann ich dann mehr anbieten. Ja, es ist ja auch so, dass die Händler hier im Mass Effect ab und zu ihre Bestände updaten. Einfach aus dem Grund, dass die natürlich neue Sachen importieren und von uns bekommen. Okay. Warte, wir schauen mal. Hat er was Gescheites hier? Aber teuer. Die Lizenz ist auch nicht gerade ohne. Wollen wir mal verkaufen zuerst. Das, was ich denke, dass wir nicht mehr brauchen. Ich hoffe, ich verkaufe mal keinen Mist hier. Aber das sollte schon gehen. Gehen wir mal durch. Die chemischen Zweige können wir alle wegnehmen. Wir haben ja eine Menge Upgrades schon ausgerüstet. Also können wir hier die meisten Upgrades eigentlich verkaufen, soweit. Ihr könnt mir natürlich auch gerne sagen, wenn ich irgendeinen Müll verkauft habe und den ich eher brauchen könnte, dass ich das zurückkaufen soll. Man hat eine gewisse Zeitspanne Zeit, um das Zeug zurückzukaufen. Was zwar nicht allzu lange ist, aber wenigstens ein wenig. So, Avenger, Schrotflinte. Wir haben so viel Zeug hier gesammelt. Darum sage ich es ja, ist Pharos eigentlich ein guter Startplanet? Oh, haben wir drei. Okay, behalten wir mal. So, und wir hätten 28.000 und können uns endlich mal was leisten. Das Sturmgewehr natürlich nicht. Ja, ganz toll. Die Pistole. Nee, wir sind ja eigentlich weniger auf Pistole. Wir könnten uns die Lizenz kaufen, aber ob ich das will, ist teuer. Aber er hat eigentlich gute Sachen, vor allem für den Anfang. Also kaufen wir die Lizenz und sonst nichts. Dann müssen wir wohl mal auf die Citadel gehen. Später. Also gehen wir zurück auf die Normandy und dann können wir ja schon mal die nächsten Pläne anschauen. Also, wir haben ja eigentlich noch Lyera zu finden in Artemis Tau. Und Noveria, wie ihr vielleicht noch wisst. Und da war ja noch auf der Galaxis-Karte eine weitere Aufzeichnung, die eigentlich nicht zu unseren Zielen bezüglich Sarn gehört. Und zwar ist es der Asteroid X57, wenn ich den noch recht im Kopf habe. Und dieser Asteroid werde ich noch besuchen, und zwar jetzt demnächst in der nächsten Folge, denn das wird jetzt nicht mehr reichen. Wir gehen noch kurz an Bord der Normandy und werden dort mal nachschauen, weil dort könnten wir uns auch wieder ein bisschen aufrüsten, haben noch eine nette, größere Nebenmission. Von dem her... Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Dekontamination aktiv. Dekontamination aktiv. Alles in Ordnung, Commander? Sie sehen etwas bleich aus. Diese verdammte Dechiffrierung! Dieser Asari hat sie in die Mangel genommen. Und wofür?
Wir wissen immer noch nicht, wo die verdammte Röhre ist. Reine Zeitverschwendung. Williams ist ein wenig aggressiv drauf. Sie sagte, dass es etwas dauern könnte. Die Dechiffrierung war richtig. Dadurch werden wir die Röhre finden. Ich weiß nur noch nicht wie. Wir haben noch eine andere Spur, Commander. Diese Asari-Wissenschaftlerin im Artemis-Tau-Cluster. Die Tochter der Matriarchin. Sie ist Expertin für Proteaner. Vielleicht weiß sie etwas. Yep. Finden werden wir sie auf jeden Fall, aber nicht gleich als nächstes. Keine Sorge, wir kümmern uns schon um sie. Alle wegtreten. Ich habe den Bericht über Pharos gesendet, Commander. Soll ich sie zum Rat durchstellen? Hier kann man übrigens jedes Mal entscheiden, ob man mit dem Rat quatschen will oder nicht. Groß was dabei rauskommt, tut nichts, aber einfach um das mal euch zu zeigen, kann ich ja mal hier auf Ja gehen. Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander. Commander, Exo-Jenny hätte uns von dem Torianer erzählen sollen. Dann hätten sie es wesentlich einfacher gehabt. Nur schade, dass sie ihn nicht für Studienzwecke gefangen nehmen konnten, anstatt ihn zu vernichten. Weil es ja auch immer so eine gute Idee ist, ein gedankenmanipulierendes Vieh zu Studienzwecken zu untersuchen. Der Torianer kontrollierte die Gedanken seiner Umwelt. Er hätte jeden, der ihn hätte untersuchen wollen, genauso kontrolliert. Vielleicht hatten sie gut daran, so zu handeln. Immerhin konnten sie die Kolonie retten. Aber natürlich wurde sie gerettet. Shepard würde so ziemlich alles in Kauf nehmen, um eine menschliche Kolonie zu retten. Oh ja, und da kommt die schöne Option, die wir jedes Mal haben werden, ich meinte es zumindest, wenn wir mit dem Rat reden und ein wenig pisst sind, wir könnten einfach die Verbindung kappen, werde ich wahrscheinlich spaßeshalber auch mal machen, aber jetzt nicht dieses Mal, weil wir wollen uns ja nicht gleich von Anfang an mit dem Rat verkacken. Das hatte nichts damit zu tun, dass es Menschen waren. Diese Leute brauchten einfach Hilfe. Bewundernswert. Aber manchmal müssen Spectres auch brutale Entscheidungen treffen. Ich hoffe, dass sie dazu fähig sind, wenn es darauf ankommt. Leben Sie wohl, Commander. Wir warten dann auf Ihren nächsten Bericht. Außerdem würde ich ja auch Kolonien anderer Spezies retten. Einfach aus dem Grund, dass es hier im Mass Effect unglaublich geniale Spezies gibt, wie die Kroganer oder die Turianer zum Beispiel, einfach mal so um diese zu nennen. Es gibt natürlich eine Menge mehr. Ich will hier natürlich nicht alle aufzählen, aber es gibt schon ein paar Awesome Alien Spezies hier mit verschiedensten Kulturen und allem, bla bla. Aber auf jeden Fall bedanke ich mich hier wieder mal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Das war Let's Play Mass Effect, kommentiert von eurem Count Muhu. Ciao!